Shot. So. Dann braucht unser Kommandant einfach noch mehr Erfahrung. Naja. So. Was haben wir denn hier? Warum haben wir hier Paladine auf der falschen Seite? Kann man das wer erklären? Irgendjemand? Der Scharfschützen, die also Spielführer. So, aber die Scharfschützen gehen wir mal weg hier. So sind das, das sind sogar genau gleich viele. Stehen, so. Gehen wir mal eine Einheit ganz aus dem Spiel. So. Hier machen wir das. Machen wir hier dicht. Und hier noch. Und so. Was kommt für ein Scheiß jetzt daher? Ich hab's gewusst, dass irgendein Müll kommt. So. Finalisieren wir gleich. Nächste Gruppe weg hier. So. Und mit denen hauen wir dann dafür gleich auf die Paladine. Weniger Paladine. Ich will nicht auf die eigenen drauf dreschen. Ey, das ist doch. Was ist denn das, ey? Ah. Sehen Sie mal hier. Alter! Wunden heilen. Ich setze ihn weg. So. Wie lange sind denn da meine Paladin jetzt bezaubert? Ja. Schon wieder. Ja, macht das Sinn. So. Gewonnen? Okay, cool. Wäre schon wieder interessant gewesen, wie lange das anhält. Lauter fiese Taktiken der Gegner, ey. So. Die Einheit des Kommandanten erstarrte vor Ehrfurcht ihrer Entdeckung. Eine kleine Armee von Kreuzfahrern hatte in der Weltenwunder eine Pause eingelegt und beschloss, ein Turnier zu veranstalten. Doch das verspielte Hauen, Was und Stechen der edlen Ritter endete in einem blutigen Gemetzel, das den fröhlichen Teilnehmern allerdings entging, weil die Augen der Krieger von der Königin des Turniers verzaubert worden waren. Einen prächtigen, nackten Succubus, der die Kreuzfahrer freundlich lächelnd beobachtete, während sie einander die Köpfe abschlugen. Ein scharlachroter Edelstein, gefasst in ein feines Netz aus bestem Stahl, prangte auf ihrer Brust. Der Kampf war kurz, aber äußerst brutal. In tiefer Trauer blickten die Ritter des Kommandanten auf die Leichen ihrer Waffenbrüder. Sie waren einer Dämonenfalle zum Opfer gefallen. Mit den Worten von IMED auf den Lippen entriss ein Offizier das prächtige Schmuckstück der Brust des Succubus. Selbst im Tode umspielte ihre kalten, schönen Lippen noch ein zufriedenes Lächeln. Okay. Nummer 9, wie schaut's hier aus? 50-50. Ja, das könnten wir auch hinbekommen noch. Einen Vorstoß machen hier mit der zweiten Armee. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Initiative. Jawohl, das schaut so aus. Reduzieren wir gleich mal um nur 8, das ist wenig.
Dieses erschreckend wenig. Was haben die am Start? Okay, die rücken nur an näher. Bleibt damit voll. Verteidigung. Ich traue euch allen nichts. Das ist besser. Dann reduzieren wir noch weiter. So, 4. 18. Gott sei Dank. So. Jetzt mal gleich mal zum Selbsthand auflegen. Nochmal. So, wunderprächtig. Hier haben wir noch drauf. Jawohl. Ja. Da, okay. Hier sind 4. Machen wir Segen. Schon, ey, Leute. Einer mag die Paladin offensichtlich. Oder wechseln auch? Ah ja. Null. Null ist echt wenig. Willst du mal behaupten? So. Und ein Heil. Mal hier noch irgendwo, nur die Paladin. Ja, okay. Eine Gruppe bösartiger Demodanten trieb in den Ödlanden eine Schar schwerverletzter Sklaven vor sich her. Sie zwangen die unglückseligen Gefangenen, ihre Götter zu beleidigen und deren Symbole zu entweihen. Nun, da ihre dunkle Zeremonie beendet wurde, fordern die Priester den Bau einer Kapelle am Ort des rechtschaffenen Sieges, um die Taten der Kreuzfahrer zu rühmen. Energiepunkte plus 4. Nice. So. Fahren wir mal da fort, dass wir hier mal zur Gruppe stoßen. Jawohl. So, mehr Höllenritter. Soder. Die Nummer 2. Haben wir hier noch Barbaren oder irgendwas? Ihre, ja, die 2 haben wir zwar, aber Erika hätten wir da noch am Start. Wo ist. Okay, das ist jedes Mal, suche ich. So.
bisschen länger als wie eine Reise. Bei 10 wäre definitiv ein Selbstmord. Ja, bei der Menge bestimmt, weil das sind lauter schnelle Einheiten auch. Okay, ab da wird es wirklich düster. Okay. Ah, mal schieben wir wieder zurück hier. So. So, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen was gemacht da wieder. Das ewige Handwerk mit dem wenigen Finden. Ob wir die jetzt schließen, so. Erlasse haben wir wieder. Ah ja. Das Attraktive. Cool, das haben wir jetzt eben gerade bekommen. Machen wir mal das dabei. Das sind schon die länger, die älteren Relikte hier. Haben wir weitere Befehle noch. Prediger. Die Rückkehr der makellosen Morgendämmer ist ein Zeichen, das den Kreuzfahrern den Sieg verspricht. Das Leuchten dieser heiligen Reliquie auf der Aufrüstung des Kommandanten erfüllt die Seelen tapferer Krieger mit Hoffnung und ihre Hände mit Stärke. Es wird eine Entscheidung benötigt, auf welchen Gegenstand sie platziert werden soll. Toll, wenn ihr Wie viele Streitflegel kann man brauchen eigentlich, hä? Schild, vielleicht gleich das Schild einmal. Der Rüstungsmaler mal erhöht. Ich mit normalen Schilden des Ebenings um 1 gesenkt. Mal hier Schuppenpanzer. Mitral. Mach mal den Schild. So. So. Armee Nummer 1. Wie schaut's hier eigentlich aus? Mal nur dagegen drücken. Eigentlich, wenn ich da runter marschiere, kommt sofort oben wieder irgendein Gegner, ey. So. Mal ewig brauchen werden. Das wird uns wirklich mal ordentlich Schub geben. So, fortfahren. Okay. Mal 2. Da könnten wir noch ein paar Meter sparen. So, Kreuzfahrer Nummer 2. Okay. Könnte man noch abräumen hier. Aber zuerst im Speichern. Wie schaut's auf Materialfront? Berita. Wurde schon aufgewertet. Nö, da fehlt nur eins. Oh Mann. So. Zauberkundige Loge. So, mehr Zauberkundige. So. Magier-Armee aufstellen. Die muss doch irgendwie mal ordentlich Schaden machen, wenn man sowas mit zusammenbekommen würde. Schaut's hier aus. Verbessern. Okay. Gut. Das erste, was wir hier mal machen werden, ist Teleportationskreis. So. Das ist mir egal, das kaufen wir jetzt. 180 brauchen wir. Die Kohle haben wir ja. So. Moment.
Garnisonskaserne. Wer weiß, vielleicht müssen wir mal da hinten hin teleportieren, irgendwie so noch. Mal schauen. So, okay, naja, immerhin. Jetzt langsam etwas mehr Entwicklung. Okay. Naja. Brauchen unbedingt mehr Materialien, ey. So. Das ist Armee 1, Armee 2 ist auch ziemlich im Eck gerade. Armee hier steht einfach mal rum. Ach komm, so. Was würde passieren, wenn wir hier die zwei da lassen? Wird dann zufällig was ausgewählt oder kann man mit beiden kämpfen? Zur Zukunft. Frage springen, erlasse, was haben wir hier? Okay. Wir haben nicht genügend. Ach Gott, okay, wir kaufen Materialien. So. Wie wieder so. Und jetzt so. Ganz schön lange wie. Aber egal. So. Dann marschieren wir mal gegen diese Armee. Level 13. Die alle noch. So. Nice. 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 Dann nehmen wir sich jetzt einfach gleich mit. Kommst du daher? So, so. Segnen. Ja, wir stellen sich jetzt aber. Wir wollen ja nicht unnötige Verluste einfahren jetzt. So. Machen wir mal da dicht. Kommt fast selbst ein paar. Das würde ich gerne machen. So, machen wir mal Hast. Ein paar mehr weg von euch da. So. Okay. So, so. Ja, man, wir sind safe. Loot. Schauen wir mal, ob der jetzt endlich mein Level up hat wieder. Wäre echt geil. Die Teersümpfe, in denen einst so viele Händler außer Kurs aktiv waren, wurden später von Schlammdämonen besetzt. Heute sind sie wieder sicher und der Teer kann aus ihren Tiefen abgezapft werden, um den Bedarf der Baumeister, Alchemisten und Gerber zu decken. Materialpunkte, yes, that's the way. Unten hätten wir früher hin sollen wahrscheinlich. So.
Und wir haben ein Level Up. Ja, das ist gut. Höhere Stufe, das ist eine Regel jetzt. Eine Armee 10 zu 10 Bewegungspunkte pro Tag und erhält 10 zu Jagen. Elementar beschwören, okay. Immer so mal. So. Das wird wahrscheinlich ein übler Kampf dafür dann gleich werden, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt eine. Immer aber die anderen hier. Oh Mann. So. Oxy Moxy. Nice. Oh, komm, mach. Jawohl. Jawohl, so. Da. Oje, oje, oje. Was machst du? Okay. Welchen Leben? Das war klar. So. Okay. Komm, mach mal wieder weg. 19 ist ja fast ein bisschen zu wenig, hätte ich mir gesagt. Zwei ist jetzt. Okay, wie schaut's hier aus? Wird der. Baba! Baba vorne! So. Ihn einfach mal hier rein. Da. Okay. Zelt. Okay. Schauen wir uns das mal an, was da daherkommt. 41 von denen, okay. Also wir müssen, ne, okay, falsch angegangen das Ganze. Holy shit, ey. Okay, doch auf den dicken. So, wir haben hier eine Runde lang gegen 18 Vegas, so. 12. Okay. 3. Das ist wirklich wenig, so. Okay. Nebel wieder, ja. Und er läuft, ey. Ja.
an 6, ey. Braucht 2 Schaden. Du Mage, ey. Wir stehen blöd rum. Da. Ja, du musst die Stellung halten, ey. Eins natürlich, klar. So. Okay, jetzt ist langsam ein bisschen. Ja, da kann ich auch nicht auf einen schlagen. So. Aber bitte Schaden machen. Machen wir vielleicht 17. Oder von mir ist 8, okay. Ja, das ist auch mal, jetzt müssen wir was, ey. Nur eins, ey. Irgendwo irgendwas machen hier. Den bekauen, den Arsch. Na, also. 1 bis 2. Machen wir hier immer ein bisschen an. Reduzieren. Da, Oxy, Moxy. Halten echt verdammt viel aus, alles. So. Verlustreicher Kampf, ey. Oh, schauen wir mal. Okay, das ist mir das Erdelement da. Auch wieder aufstehen lassen könnte, ey, aber Aladdin sind irgendwie echt zu schwach, ey, das ist gute, ja, aber der Rest ist alles Mist, ey. So. Das jetzt noch mal mit einem anderen. Aber vielleicht ist die KI zu dumm und meine bleiben am Leben. Wenn ihr jetzt einfach gleich mit einem Elementar anfangen würdet. Vielleicht mit einem. Ich weiß nichts. Jetzt haben wir wieder Wasserelement da. Na ja, gut, wieder was Neues. So. Ja, einfach reduzieren, weil es ist einfach viel zu viel Schaden, ey. Im Scheiß drinnen, so. Okay.
Ja gut, der kann ihm jetzt da eine reinhauen. Ja, schön, dass er jetzt endlich mal gelaufen ist. Schau mal ab da, das stört ein bisschen das Fels. So, wo kommt das jetzt daher? Okay, hier. So. Jawohl. Glück im Unglück. So. Komm, mach Schaden. Ordentlich. 7 ist wenig. Ich darf einfach keinen Blitz rein. Alter, jetzt steht der. Wieso kann der wieder durchfliegen? Liegen halt wahrscheinlich wieder. Sau. So. Jetzt einfach fucking oh, 92. Übel. Das wäre natürlich jetzt der Burner, wenn ich jetzt 31 schaffen würde, aber natürlich. Schade. So, wir müssen da wieder einen Befreiungsschuss machen. Ey, wieder so ein Mist. Alle betäubt sind. Das ist uncool. Widerstandskraft, so, hier macht sie mal den endlich alle, ey, das ist der. Da. Probieren wir's. So. Wir wieder ein bisschen Saver. Wolken hier mal weg ist, ey. So. Verbahn. Ja, Fuhrwerk jetzt bitte weiter noch. Schade. Jetzt macht er wieder 0 Schaden. Okay. Und hier. Die Elementare bringen es. Das ist schon. Aha, so. Okay, hier die Paladine retten wir. Dieses Mal. Also, da haben wir auch noch einen Gegner. Shit. Okay, mal den wegräumen hier, bevor er wieder irgendeinen Unfug macht. So. Okay. Langsam aber sicher. Wenn wir dem Ganzen ja schon mal ein bisschen her. Ja, gut. Schaden ist weniger Schaden. So. Okay. Ich glaube. Wir sind jetzt mal ein bisschen safe hier. Bogenschützen, da wollen wir heilen hier. So. Und hier haben wir schon mal die volle Mannstärke wieder.
Und... ah, die sind gefährlich. Das sind nur 400. Nicht, dass da vor mir irgendein schräger Krit daherkommt oder irgendein Blödsinn. So. Weil wir knüppeln die da jetzt runter. Ist da unten so. 8. Oh, come on, jetzt leicht sie wieder aus. Schweine, so. Man einfach immer die Heilung braucht, wenn man die Truppe hochhält, weil es einfach viel zu wenig sind. So, wir müssen das auch reduzieren. So. Gesagt. Ah ja, so. Hier mal Schaden machen jetzt. 24, naja, immerhin. Ja, scheiß drauf. Lockt man weg, so. Selbstziel hat. Mal da jetzt einen Segen machen, bringt Segen mehr. Probieren wir mal das noch. So. Eben am Limit, würde ich mal sagen. Aber ja, jetzt kommen die Barbaren ins Spiel. Okay, und jetzt geht's langsam aber sicher zur Neige hier. So. Geht doch. Warum denn nicht gleich? Ha? Ein Trupp von Dämonen hat bis zuletzt gekämpft, um die Kreuzfahrer mit ihrem Leben von einem Schatz fernzuhalten. Besagter Schatz erwies sich letztlich als kleines, unansehnliches Abbild eines Säuglings aus Sand und Schlamm. Der Säugling strampelte mit seinen Fäusten und Beinen, während er unaufhörlich kreischte. Seine dunkle Haut zierten die Symbole des Dämonenherrschers Jubilix, des Prinzen des Schlicks. In seiner einzigen Augenhöhle funkelte anstelle eines Auges ein scharlachroter Edelstein. Da die Soldaten die erbärmliche Kreatur nicht töten konnten, brachten sie dem Kommandanten.
Naja, gut. So, die Zwerg-Armee war erfolgreich. Abspeichern. Marschieren wir gleich nochmal weiter runter hier. Okay. Ich hoffe, das geht hier zusammen und macht nicht irgendwie so Kurve und dann werden wir vernichtet oder sowas. Tario springen, so. Okay. Rekrutierungsanstieg. Reliquien. Müssen das irgendwie schneller irgendwie forschen können, ey. Das dauert alles zu lange, ey. Da. Nummer 1. So, die Nummer 2. Ah, okay. Befallene Höhlengräber haben wir hier. So, haben wir wieder was entdeckt. Ja, ich würde mal sagen, das ist was für die Hauptarmee. Der Kampf hier dann, so. Die Zweierarmee hat hier sehr gute Dienste geleistet. Die schicken wir mal sicherheitshalber hier rauf. Das sollte reichen als Verteidigungsarmee. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit unseren Scharfschützen da dagegen drücken können. So. Ja. So, ihr Schweine. So. Was haben wir denn hier im Angebot? Wenn ich mich bloß wieder erinnern könnte. Probieren wir es einfach mal so. Haben wir hier mehr zum draufballern. So. Die Berittenen, ich hasse euch. So. Das ist die Hauptarmee. So. Und hier für die schlechten Zeiten auch noch die anderen. Jawoll. Das gefällt mir. So. Wir haben ja zwar keine Paladine, aber wir haben hier trotzdem was Nettes zum draufhauen. Wir haben Kleriker nämlich auch. So. So. So, na. Na, dann kommt mal alle hier in den Kreis. So. Wunderbar. Ah. 77 über. Oh, das ist auch nicht. Wenn wir 403 Kultisten auf einmal erwischen, dann nehmen wir natürlich die. So. Die Veskaboren nerven auch. Ok.
können aber nicht so zusetzen, als wir 200 Dimas, wenn das jetzt nicht mehr so viele sind. Und da halten wir einfach mal die Stellung. Viel Spaß beim Herkommen. So. Ja, wir können da mal nicht dagegen hauen. Die Hauptarmee ist einfach super. So. Hier wird einmal geheilt. Haben wir hier noch. Maximale Heilung, nice. Und da laufen sie durch, das sieht man natürlich gerne. Die Bogenschützen und die hinteren Bogenschützen. Und hier ein Rest. Einfach geht der Kampf, wenn man genug Artillerie hat. Da reiben wir auch ordentlich mehr Gegner auf. Wenn sie zum Schießen kommen. Und der Gegner nicht. Eine Schar von Dämonen bewachte einst die Überreste des schrecklichen Jatturms, der aus Dämonenfleisch errichtet war. Die Kreuzfahrer stürmten die Ruinen und beendeten das Leben aller, die dort auch hausten. Die Überreste des Turms erinnern an die verrottete Leiche einer riesigen Bestie, und die Krieger des Kreuzzugs errichteten bereits ein Kriegslager einige Meilen vor der Ruine, um den verfallenden Fleischhaufen im Auge zu behalten. Gut. Das ist natürlich richtig wichtig. Da haben wir wieder irgendwas entdeckt hier. So. Ja gut, da ist halt so. So, wie schaut es hier aus? Ja, ein bisschen mehr brauchen wir wahrscheinlich nur Ereignisse. Besuch aus der Vergangenheit. Eine kleine Schlucht hat sich mitten in Dresden gebildet, und aus ihren Tiefen ist ein winziger, kränklicher alter Mann herausgeklettert. Unter furchtbarem Husten hat er sich als Geist des sarkonischen Landes vorgestellt, dem Kreuzfahrern für ihre Bemühungen gedankt. Er möchte den Kreuzfahrer unterstützen und lässt dem Kommandanten die Art dieser Unterstützung. Er kann entweder die Erzvorkommen freiliegen, die nicht weit von der Festung unter der Erde schlummern, oder auf diesen vollkommen üppigen Wald wachsen lassen, denen sich dann wild ansiedeln wird. Kann, wenn es dann eine unendliche Mission ist für ihn. Aber das wäre halt permanent, oder? Also die Worte des Kommandanten hört, lächelt der winzige Alman und wird eins mit der Erde. Kurz darauf berichten Speer, dass wir aus dem Nichts in der Nähe von Dresden einige Haine erblüht sind. Dort produzierten frische Luft gibt den Soldaten neue Kraft. Ach, sehr schön. Das ist sehr schön. So. Aufspeichern. Einen Tag überspringen. Aha. Haben wir hier eine neue Dämonenarmee. Versucht ihr ihr Glück. Speichern wir aber ab. Da lassen wir weiter marschieren. Ich traue ihnen nichts, vielleicht kommen die von oben auch daher oder so, und ja. Gut. Wir marschieren hier einfach mal da rein. Mal schauen, wie wir das schaffen, ob wir das schaffen mit der Hauptarmee. Bin zuversichtlich. Hoffe, dass wir einen. Du fangst ja schon zum Zaubern an, du darfst nicht zaubern. Das ist einfach los.
Was kannst du? Kannst du Gegenbeschuss? Oh. Dann werden wir dir einfach mal so Hallo sagen, weil dann kannst du nicht gegenschießen wahrscheinlich. So. Weil du gar nicht mehr da bist, kannst du gar nicht mehr schießen. So. Gehen wir auf Nummer sicher. So. Das ist schön. Machen wir gleich in dem Gelände hier. So. Ah, das ist schon. So. Andere heilen. Gott sei Dank haben wir die reduziert. Gott sei Dank haben wir die reduziert. hier. Oh, Stein am Kopf schadet nicht. So. Nice. Und dann machen wir hier dicht. Und dann keine Retour schießen mehr. Die Streiter nehmen wir auch weg. Was für ein netter Effekt. Da können wir gleich nochmal schießen hier. So. Läuft. Andere heilen, sicher. So, aber wir sind sicher, alle werden hergestellt in der Krankenstube. Die in den Sümpfen versteckten Dämonen und ihre Handlanger wurden zur Strecke gebracht. Viele Jahre lang hatten sie kleinere Kampf-Kreuzfahrertrupps hergelockt und in den türkischen Gewässern ertränkt. Die Soldaten fischten so viele Ertrunkene wie möglich aus dem Wasser, um sie zu begraben. Bei den Leichen fanden sie einige wertvolle Trophäen. Ja, gut, wir müssen jetzt nicht so viel. Haben wir hier irgendwo? Schade. Ich hätte gehofft, dass wir vielleicht. Ja, gut, jetzt schon. So, diesmal sind wir vorher dran. Mag dich. So. Für diesen. Oh, das ist aber auch übel. Das kann der. Buch des Schwarms. Das ist beide Kacke, ey. Natürlich. Das war klar. Okay, wenn ich jetzt ihn blockiere, ja, yes, dann kann ich euch einfach mal erschießen. So, perfekt. Und dann kann ich euch auch schon mal ein bisschen auf Keks gehen. Ja, so, nice try, dass du bis zu mir kommst. So, vielleicht haben wir, jawohl, ja, super. So. Ihr seid böse. Ja, und jetzt hätte man gesagt, Bogenschützen, Heilhagel, Flieg und Sieg.
Ja, wunderbar. So, sind wir mutig? Probieren wir es einfach mal, ob gespeichert ist. So. Was soll schon passieren? Setzen. Kann ich da irgendwann gleich ausschalten? Euch kann ich gleich ausschalten. Euch nicht. Das Pferd, das. Dieses Mammut ängstigt mich ein bisschen. Oder mal nichts braucht oder was? Wow, okay. Nehmen wir mal mehr Gegner aus dem Spiel. So. Noch besser, so. Und. Was möchte man? Das kann sicher böse finden, wahrscheinlich. So. Was soll ich das? Wir Simuldons. Setz ich auch. Okay. Da stellen wir sich mal hier. Euch einmal. So, da kommen wir nicht hin. Oh Mann, gehe heute ein bisschen langsamer noch. Okay. Naja. Was kannst du eigentlich? Der hätte mir völlig vorschauen sollen, aber ist Tier. Aha, und solche weiter. Weiter verbreiten. Mhm. Also ein bisschen so Zombie-Nation-mäßig. Okay. Bin wie ein Kleriker hier, so. Okay, so. Ja, so. Wir haben noch genügend. Was war hier? 3800. Oh, okay. Boah. Aber mal machen so einen Job, so. Holy shit, ey. So. Okay. Wir kauen euch, ey. Puh, das wäre fast ins Auge gegangen. Hier, Stein auf dem Kopf. Da. 20, naja, okay. Aber es reicht. Gut, 9 Höllenritter, die sind in der Krankenstube, werden wieder hergestellt. Das Rudel kranker und tollwütiger Bestien kämpfte mit bislang unbekannten Zorn, angetrieben von einem unheimlichen alten Mann in Drüdenkleidung, der aus seinem Körper aufsteigende Gestank verursachte bei den Kreuzfahrern Magenkrämpfe. Mit schallender Stimme verkündete er, dass alle Lebewesen sterben müsse, damit sich aus der Asche neues Leben erheben und den ewigen Kreislauf antreiben kann. Im Gesicht des verrückten Narren wuchsen hässliche Giftpilze. Schließlich wurde er von einer Klinge niedergestreckt. Sein unheimlicher Druidenstab wurde unter angemessenen Vorsichtsmaßnahmen dem Kommandanten übergeben. Ja, finstere Droge. Okay. Hier endet dieser eine Pfad.
wieder zurückmarschieren. Okay, was geht's da? Schicksal, Niederrechnung wird augmentiert. Okay. Okay, so. Ich glaube, dass man wirklich nicht mehr machen könnte hier, ey. Das wäre schon ziemlich gut. Steinlabyrinth. Haben wir das schon verbessert? Auch nicht. Auch nicht. Bam. So. Hopp. Walten. Ne, egal. Das Aufessern von dem ganzen Gerödel machen wir ein anderes Mal. Heute ist man mal. Dass wir mal ordentlich gegen diese Armeen ankämpfen. Scharfschützen haben wir, Kleriker haben wir, Rekruten haben wir, einen Haufen Futter eigentlich. So. Ja, okay, das ist alles da oben in der Ecke. Da können wir eigentlich einmal alles einkaufen hier. So. Marschieren. Wrong. Eigentlich könnte man hier stehen bleiben schon. So. So, schauen wir mal, was kann man da alles verteilen. Die 8 hier, die auch. Super, und die verschieben wir mal, sonst wird das einfach zu offensichtlich. So, höher, her mit den noch. Spielführer haben wir noch. Wenn wir den noch aufrüsten, Rekruten. Was können die? Magische Geschosse. Sind die nur in der 1er Armee? Ja. Okay, dann rüsten wir hier weiter auf mit 20. Nicht unbedingt die Kohle raus, wobei wir hätten hier genug zum Kaufen. So, Nummer 5 marschiert hier herunter, wo auch immer. Hier, so, da braucht es hier ein, zwei Runden. Und die Rekruten nehmen wir das mal auch mit, weil es halt einfach viele sind. So, und die Rekruten marschieren hier. So. Ah ja. So. Haben wir sonst noch an Ereignissen? Ja. Das Seelengefäß von Stevanius dem Niederträchtigen wurde bei einem gescheiterten Lichtwerdungsritual zerstört. Fragmente seiner Seele sind allerdings bis heute in einem violetten Edelstein gefangen, der dem Kommandanten in die Hände gefallen ist. Magier können sie in Gegenstände oder Waffen einbringen und diese bösen Eigenschaften zu verleihen. Aber probieren wir es einfach mal mit nach Ring. Haben kein Vorhaben für Sense, also. Gut, Armee 1. So, da unten sind wir. So.
Eine später. Machen wir mal hier auf einmal. So, Nummer 3 ist hier. 4, 4, 5. Ist hier drunter. So, 6 braucht noch. So, hier. Bessere Armee an Rekruten. So, ich meine auch schon 3 ohne Kommandant. So, 4. Egal. Scharfschützen lassen wir hier nur noch marschieren. Und verstärken hier ist die Truppe. Somit haben wir da jetzt fast 100. Ist jetzt auch endlich mal ein bisschen. Und Level gewinnt. Verteidigungsarmeen. So, okay, aber hier probieren wir jetzt unser Glück.